Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus dem Whisky-Ort. Unser tägliches Quick and Dirty Video beschäftigt sich heute mit einer weiteren Canmore-Abfüllung. Whisky as it should be. Wir haben uns ausgesucht den Glenrothes. Eine Brennerei, mit der ich eigentlich gar nicht so viel anfangen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie komme ich damit nicht so ganz klar, werde nicht wirklich warm. Wir testen diesen hier trotzdem. 9 Jahre alt. Nein, gar nicht wahr. 8. Die 9 hat er nicht ganz voll gekriegt. 2011 destilliert, 2020 abgefüllt. Es war ein Sherrybutt, das insgesamt 925 Flaschen aus einem Fass ergeben hat. Wie üblich bei Canmore, bei dieser neuen Serie, mit 47,5% abgefüllt. Und wie man in meiner Heimat zu sagen pflegt, nie lang schnacken, Kopf in Nacken. Muss ich vielleicht dazu erwähnen, ich bin gebürtiger Bremer. Da spricht man halt ein bisschen anders als hier im Ruhrgebiet. Bitteschön, Massa, damit du auch das Bild mit einfangen kannst. Oho. Da habe ich ja gleich eine Assoziation mit der ersten Nase. Eieiei. Hast du auch Popcorn? Nee, noch nicht. Wird deutlicher, wenn du wirklich so das Glas einmal sehr schräg drehst und der Whisky halt viel mehr Oberfläche kriegt. In der Nase schon mal Popcorn, Toffee. Irgendwas Fruchtiges, das ich im Moment noch nicht packen kann. Könnte ein süßlicher Apfel sein. Ja, so in die Richtung gehe ich mal. Aber so frisches Popcorn, nicht allzu süß. Vielleicht ist es im Mund deutlicher, ich weiß es nicht. Ich teste mal. Sage. Da ist das Popcorn, aber so richtig. Toffee auch. Hinten raus eine ganz leichte Würze, aber sehr dezent. Da vorne weg so richtig schön. Cremig, sattlich der Mund. Und dieser Popcorn-Eindruck, der bleibt. Deutlich stärker als in der Nase. Es ist nicht so ganz süß. Es ist gesüßtes Popcorn, aber nicht so arg viel Karamell mit dabei. Und ich sag's euch, deutlich angenehmer im Mund als Popcorn selbst, wo du ständig immer die Fisselchen zwischen den Zähnen hängen hast. Hier nicht. Da passiert das nicht. Mittellanger Abgang würde ich sagen. Rund und stimmig. Auch das ein schönes Ding. Ist jetzt nicht so, dass ich ein Fan der Distille werden würde. Das schafft auch diese Abfüllung nicht. Aber ich hatte schon deutlich schlechtere Glenrothes im Glas. Da macht mir der jedoch einigermaßen Spaß.
Den könnt ihr auch haben. Für 52,90 gibt es die Flasche. Ihr findet sie bei uns im Shop. Mich findet ihr morgen wieder im Video. Schönen Tag euch noch. Tschüss.